2. März fand im Jahr 2014 in Haunhorst der große Kinderrosen-Sonntagsumzug statt. Die Bürgerschützen starteten mit ihrem Spielmannszug, den Lindwurm der Freude. Die Wagenbauer hatten sich in diesem Jahr wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen und auf ihrem Motivwagen eine riesengroße, bewegliche Taube, das Wappentier von Haunhorst, gebaut. Mit einer großen Fußgruppe begleiteten sie den Wagen und sangen das dazugehörige Lied im schönen kleinen Haunhorst. Natürlich durfte auch die holländische Stimmungskapelle Het voor As nicht fehlen. Mit ihrem einfallsreichen Darbietung sorgten sie immer für viel Abwechslung zwischen langsamen und mitreißenden Musikstücken. Tausende Jecken von nah und fern schauten dem bunten Treiben zu. Zahlreiche Wagen waren mit Musikanlagen ausgestattet worden. Zum Beispiel hier der Wagen der KG Kartenhorn mit ihrem Motto: Kartenhorn ist Rock'n'Roll. Der bunte Motivwagen des Rolling-Stammtisches ist in jedem Jahr eine feste Nummer im närrischen Zug. Und auch der Spielmannszug des Hubertus-Schützenvereins unterhielt mit bekannten Stücken ihr Publikum. Einige Gastvereine zeigten ihre Motivwagen zum ersten Mal im Haunhorster Umzug. Prinz Dominik und seine Prinzessin Antonia, das amtierende Kinderprinzenpaar vom Hubertus-Schützenverein, mit seinem Elverrad bedachten die Kinder mit vielen Bonbons und Kamellen. Mit kräftigen Helau-Rufen flog viel Süßes in die Menge und wurde dankend aufgesammelt. Jedem Jahr sorgte auch der Spielmanns- und Fanfarenzug Aloysius Kiebitzheide Rheine für mächtig Stimmung in den Haunhorster Straßen. Ihm folgte die Tanzgarde der KG Dalahau und die neu gegründeten Montagsmaler, die in der großen Prunksitzung ihren Einstand gegeben hatten. Höhepunkt bildete der Prinzenwagen mit Prinz Olaf I. und seiner Prinzessin Claudia aus dem Hause Korte, die nochmals kräftig Wurfmaterial unter die Leute brachten. Auch das Wetter machte den Karnevalisten keinen Strich durch die Rechnung. Bei sonnigen Temperaturen ist so ein Ereignis am schönsten. Und so wunderte es auch nicht, dass viele Jecken nicht nach Hause gingen, sondern im Zelt der Gaststätte Lindenhof Breckbech noch tief bis in die Nacht weiterfeierten.